Ja, hallo, guten Tag. Hier spricht wieder das Team Safer Media. Wir haben heute in unserer Podcast-Reihe ein Gespräch mit John Kreis, dem Trainer unserer Bisons Eishockeymannschaft. Lieber John, die erste Frage an dich: Wie hältst du dich und dein Team in dieser Zeit fit? Ja, also wir haben im Team natürlich Möglichkeiten erarbeitet. Da ist die eine Möglichkeit natürlich auch mit dem Patrick Vogel, der das Team dann auch unter der Woche fit halten tut, ja, Spieler fit halten tut. Da können sich die Spieler quasi im Online-Training einwählen, ja, und bekommen da dann ein ja, Homework-Trainingsprogramm, ja, wo halt einfach fördert. Wir haben es auch im Sommer schon gemacht, ja, und man hat es gesehen, es hat ja auch Forderungen gebracht, ja, und es ist eine tolle Sache für die Spieler, einfach da nochmal zuzugreifen, dass sie sich einfach fit halten können, gerade in der Zeit oder auch im Sommer, wenn jetzt alles normal laufen würde, dass wir da noch eine zusätzliche Möglichkeit haben. Okay, gut. Ja. Könntest du dir eigentlich vorstellen, vielleicht auch mal als Fußballtrainer zu arbeiten? Gedanke war tatsächlich schon mal da. Ja, Okay. weil ja, ich auch da, ja, mich auch sehr engagiere im Fußball. Also ja, das macht mir total Spaß. Ja, und ich war ja auch schon mal CFR zuschauen, ja, und habe da auch schon ein Spiel gesehen. Und wenn jetzt auch alles in normalen Gang gelaufen wäre jetzt, ja, dann wäre ich wahrscheinlich schon öfters auch mal im Stadion gewesen. Gut, ja, dann kann ich ja Folgendes dir schon anbieten. Wie gesagt, ich habe ja bei meinem Webradio einen zweiten Zugang. Da du ja Trainer bist, du siehst es ja dann etwas analytischer als ich. Da möchte ich dich dann, wenn du dann ins Stadion kommst, wenn es mal wieder normal läuft natürlich, würde ich dich gerne einladen, dass du dann praktisch mit mir zusammen das Spiel anguckst. Und dann könnte man ja dann in der Halbzeitpause oder bei Gelegenheit, könnte man ja das dann analysieren. Fände ich eine tolle Idee, dass dann auch jemand dabei ist, der normalerweise nicht dazugehört, aber da doch vielleicht mal eine andere Geschichte mit einbringt. Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, wenn dann irgendwann die Saison wieder losgeht. Das weiß ja keiner. Also du Zeit hast, bist herzlich eingeladen. Können wir das ja gerne tun. Sehr gerne. Hast du außerhalb vom Eishockey oder vom Sport noch andere Hobbys? Ja, ich bin leidenschaftlicher FIFA-Zocker. Ja, das ist eigentlich eines meiner größten Hobbys, sage ich mal so. Noch wenn es die Zeit natürlich hergibt, neben Eishockey und Beruf und Familie, dann natürlich zocke ich auch ab und zu gerne FIFA. Okay, und was sind da so deine Lieblingsspieler, Lieblingsteams oder? Ja, also ich spiele meistens diesen Ultimate-Team-Modus, ja, wo du dann halt ja, mehrere Spieler kombinieren kannst und dein Team aufbauen kannst. Und ich bevorzuge eigentlich so Legendenspieler, ja, Okay. wo man eigentlich ja kennt, wie ein, ja, ein Ronaldo, nicht der Cristiano Ronaldo, ja, oder ein Zidane, ein Eusebio, mit solchen Spielern spiele ich halt gerne. Okay. Wenn wir jetzt dann schon beim Thema sind, jetzt habe ich gerade gehört, die Europameisterschaft soll wahrscheinlich jetzt nur in einem Land ausgeführt werden. Was denkst du, was die deutsche Nationalmannschaft da reißen könnte, wenn Ja das Turnier gut, stattfindet? ja, wenn es Turnier stattfindet, im Sport ist alles möglich. Ja, und man hofft natürlich, dass die deutsche Mannschaft so weit wie möglich kommt. Ganz klar. Das hofft man natürlich. Ich habe auch natürlich französische Wurzeln und da ist man natürlich auch bei der Familie in Frankreich auch und hofft, dass die Franzosen auch weit kommen im Wettbewerb. Ja, aber ja, es ist immer dann natürlich zwiegespalten, wenn dann Spiele anstehen, Halbfinale, Finale, Frankreich gegen Deutschland ist halt, im Endeffekt gewinnt man trotzdem, ja, aber ja, es ist trotzdem, ja, man hofft, dass die Mannschaften so weit wie möglich kommen.
Ja gut, ich meine, ich weiß nicht, du weißt es nicht, aber ich bin ja mit einer Spanierin verheiratet, ne? Und wir haben ja heute Abend das Handballspiel in der Weltmeisterschaft Spanien-Deutschland, ne? Das ist genau das Gleiche, ne? Wenn ich dann jetzt hier auf Fußball, Handball, egal was, dass ich da natürlich jetzt hier auch immer doppelt da sitze, ne? Und ich kenne dieses Gefühl. Und wie gesagt, das ist also ja zwiegespalten, ne? Aber okay, das ist so. Dann die nächste Frage: Was denkst du, im Mai ist ja auch eine Eishockey-WM in Lettland im Moment. Was denkst du, was da unsere Nationalmannschaft reisen kann oder wie weit das ja kommen könnte? Können sehr weit kommen. Ja, ist ein gutes Team. Ja, ist ein gutes Team. Es sind ja junge, hungrige Spieler dabei. Und ich denke, da ist vieles drin, vieles möglich. Ja, müssen einfach nur konzentriert Vollgas geben und dann, klar, jetzt mit Corona andere Bedingungen. Aber ja, es ist alles möglich. Ja, es fehlen ein bisschen die Zuschauer, sage ich jetzt mal, ja, die auch noch pushen. Aber wenn man da fokussiert an die Sache geht, denke ich, ist vieles möglich. Okay, dann Folgendes, wenn wir schon beim Eishockey sind, jetzt sagen wir mal, die Pandemie ist vorbei und dann, wir haben ja jetzt also das Vereinsjubiläum in diesem Jahr, wir werden ja 125 Jahre alt und dann denke ich, dass wir ja vielleicht auch im Eishockey das dementsprechend vielleicht feiern sollten. Wenn es denn so wäre, wenn du dir jetzt eine Eishockeymannschaft aussuchen könntest, wen würdest du denn da in die Samuale einladen? Und zwar völlig, also völlig, bist du ja völlig frei. Ja, wen würdest du da am liebsten sehen? Ja, die Frage ist gut. Ja, man würde ja gern gegen jede Mannschaft spielen wollen. Ja, klar, jetzt hochgegriffen wären natürlich jetzt irgendwelche Mannschaften aus der NHL. Das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, sage ich jetzt mal. Aber ja, in Deutschland bin ich offen eigentlich für alles. Es wird, egal welches Team kommt aus den höheren Ligen, sage ich jetzt mal, das wäre natürlich ein Ereignis, ein Erlebnis für die Spieler, für die Fans. Ja, und auch als Trainer natürlich. Wenn man dann gegen eine höherklassige Mannschaft spielt, auch aus der ersten, zweiten Liga, sage ich jetzt mal, wenn da eine Mannschaft kommen würde, das wäre natürlich ein absolutes Highlight. Ja, weil da habe ich mal eine Frage. Ich meine, ich glaube, das gibt es ja, glaube ich, im Eishockey nicht. Im Fußball, am Pokal, das gibt es, glaube ich, nicht im Eishockey. Ne? Weil ich meine, es ist ja im Fußball das Schöne, dass du ja da auch als unterklassige Mannschaft, es wird ja im Prinzip von der C-Klasse bis hoch zur ersten Liga gespielt. Und da hat ja im Prinzip jeder die Chance, dann auch mal einen höherklassigen Gegner praktisch ohne finanziellen Aufwand zu bekommen. Das finde ich eigentlich eine tolle Idee. Da habe ich mich schon immer gefragt, wieso wird sowas im Eishockey nicht gemacht? Ja, ich finde es sehr, sehr schade, weil sowas würde natürlich einen gewissen Anreiz geben und natürlich Highlights schaffen. Ne? Manchmal schlägt man auch als Underdog mal einen etwas größeren, ja, und kann dann halt weiterkommen. Man sieht es ja im Fußball genauso. Natürlich, ja. Jetzt erst mit Holstein Kiel, ja, Genau, ja. da hätte auch niemand dran geglaubt. Ich glaube, die hätten trotz Corona wahrscheinlich die ganze Nacht Party gemacht, ja, die Spieler, ja, weil das wahrscheinlich, ja, das wird was in den Spielern im Verein ewig bleiben, ja, so ein Richtig, ja. Erfolg. Ja. Und so eine Sache wäre natürlich für uns im Eishockey auch absolut wichtig und schön, ja. Ich finde es auch genauso schade, aber vielleicht wird sich es irgendwann mal da ändern und wir haben dann da auch so einen Pokalwettbewerb, wäre eine klasse Sache. Ja, weil wie gesagt, wir haben es ja jetzt auch beim CFR haben wir es ja auch gehabt, da das Spiel gegen Leverkusen im Jahr 2018. Na, Genau. da ist es ja dann auch so, dass du, wenn du dich in deinem Landesverband als Sieger qualifiziert hast, dass du dann halt auf alle Fälle in der ersten DFB-Runde eine Profimannschaft bekommst. Und das hat ja, wie gesagt, viele Reize. Das ist ja für die Zuschauer interessant und alles. Und ich finde, könnte man im Eishockey ja auch einführen. Sage ich jetzt immer so. Warum ja nicht? Definitiv, ja. Ne? Wäre ja auch für alle Beteiligten mal eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, vielleicht kann man ja da mal in den Gremien schauen. Ne? Wäre ja mal eine schöne Anregung. Jetzt dann noch zu dir. Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Urlaub machst, wo zieht dich das Meer hin? Ans Meer, ins Gebirge? Machst du lieber im Sommerurlaub oder im Winter? Was sind da so deine Vorlieben? Natürlich auch zwiegespalten, ja. Im Sommer ist dann ein bisschen so, ja gut, jetzt als Trainer nicht, aber zu meinen Spielerzeiten, sage ich mal, war natürlich die Sommerpause da. Man ist schon ein bisschen runtergekommen, hat natürlich wieder angefangen
langsam zu arbeiten, sich fit zu machen, für die Saison vorzubereiten. Aber natürlich auch der schöne Sommerurlaub, der verdient ihr dann. Ja, als Trainer ist es dann nicht so einfach. Man arbeitet dann quasi fast das ganze Jahr durch. Ja, ja. Es ist zwiegespalten. Im Sommer schön, natürlich mit Familie und Urlaub und ein bisschen runterkommen. Aber der Winter ist halt schon geil, wenn eigentlich Sport gemacht wird, Eishockey wieder da ist, die Fans in der Halle, die Spiele, es kribbelt, ja, die Halle bebt, das ist halt einfach, ja, auch geil. Ja. Also beides, beides. Ja, und da muss man jetzt, muss man jetzt fairerweise sagen, es ist ja im Moment ja mal schade, dass ja alle diese Dinge nicht möglich sind. Also ich finde es ein Drama, wenn man jetzt überlegt, wie da seit November praktisch wieder diese totale Runterfahren. Ich finde es jammer, jammer schade. Und ich sage halt auch, egal ob jetzt Eishockey oder Fußball, egal, jede Mannschaftssportart, da ist man das ja gewohnt, von Jugend an zusammen zu sein, dieses Gemeinschaftserlebnis zu haben. Und ich weiß, also da fehlt einfach was. Ne? Das ist nicht irgendwo nicht zu ersetzen. Schade. Jetzt doch die letzte Frage. Was ist dein Lieblingsessen und Lieblingsgetränk? Ja, gut. Lieblingsessen, Lieblingsgetränk. Ja, es gibt eigentlich, sag mal so, fast gar nichts, was ich nicht esse oder probieren würde. Okay. Ja, spezifisch habe ich da nichts. Ja, ich habe eine gute Köchin, meine Frau ist eine gute Köchin. Ja, sieht man ja auch. Und ja, da, ich esse eigentlich alles, was auf den Tisch kommt. Ja. Gut, also dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank Dann für die Auskünfte und dann wünsche ich dir jetzt in der Zeit alles Gute, vor allen Dingen bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns bald, egal ob in der Eishalle, im Stadion oder irgendwo mal wiedersehen und dass wir da mal wieder richtig schön feiern können und sagen wir mal, vielleicht auch das eine oder andere Bier dann zusammen trinken können. Ne? gerne. Bis dahin, also mach's gut, Dir vielen auch, gell? Dank, Bis dann. alles Gute, Ciao, 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 ciao. tschüss. Ciao. Ciao.